Aus dem Heiligen Evangelium nach Markus. Am ersten Tag des Festes der ungesäuerten Brote, an dem man das Paschalamm schlachtete, sagten die Jünger zu Jesus: Wo sollen wir das Paschamahl für dich vorbereiten? Da schickte er zwei seiner Jünger voraus und sagte zu ihnen: Geht in die Stadt. Dort wird man euch einen Mann begegnen, der einen Wasserkrug trägt. Folgt ihm, bis er in ein Haus hineingeht. Dann sagt zu dem Herrn des Hauses: Der Meister lässt dich fragen, wo ist der Raum, in dem ich mit meinen Jüngern das Paschalamm essen kann? Und der Hausherr wird euch einen großen Raum im Obergeschoss zeigen, der schon für das Festmahl hergerichtet und mit Polstern ausgestattet ist. Dort bereitet alles für uns vor. Die Jünger machten sich auf den Weg und kamen in die Stadt. Sie fanden alles so, wie er es ihnen gesagt hatte, und bereiteten das Paschamahl vor. Während des Mahls nahm Jesus das Brot und sprach den Lobpreis. Dann brach er das Brot, reichte es ihnen und sagte: Nehmt, das ist mein Leib. Dann nahm er den Kelch, sprach das Dankgebet, reichte ihn den Jüngern, und sie tranken alle daraus. Und er sagte zu ihnen: Das ist mein Blut, das Blut des Bundes, das für viele vergossen wird. Amen, ich sage euch, ich werde nicht mehr von der Frucht des Weinstockes trinken, bis zu dem Tag, an dem ich von Neuem davon trinke im Reich Gottes. Nach dem Lobgesang gingen sie hin zum Ölberg hinaus. Liebe Schwestern und Brüder, heute feiern wir das Fronleichnamsfest, ein Hochfest im Kirchenjahr. Zum ersten Mal ist es im Jahr 1246 als Fest der leiblichen Gegenwart Christi in der Eucharistie im Bistum Lüttich gefeiert worden. Und wenn uns heute jemand fragen würde: Warum feiern Sie dieses Fest immer noch? Dann könnten wir antworten: Weil seit fast 2000 Jahren Menschen in der Eucharistie Kraft für ihr Leben gefunden haben. Weil auch wir heute diese Kraft in der Eucharistie finden können. Weil wir auf das Versprechen Gottes: Ich bin alle Zeit für euch da, vertrauen und so Beistand finden, dass wir unsere Aufgabe im Leben erfüllen können. Das Besondere an diesem Fest ist, dass wir eigentlich an diesem Tag mit dem Allerheiligsten den Raum der Kirche verlassen und durch die Straßen ziehen. Leider können wir das wegen der Pandemie auch in diesem Jahr nicht. Aber wir können darüber nachdenken, was uns in anderen Jahren bewogen hat, an der Fronleichnamsprozession teilzunehmen, vielleicht sogar zu helfen, sie vorzubereiten. Mit dem Allerheiligsten den Raum der Kirche verlassen, das bedeutet doch, dass wir der Welt nicht uns, sondern den Herrn zeigen wollen, dass wir ihn
vor der Welt verherrlichen und als lebendige Kirche unseren Glauben bekennen wollen. Mit dem Allerheiligsten den Raum der Kirche verlassen, darüber hat der Theologe Wolfgang Reible in seinem Buch »Den Glauben neu zum Klingen bringen« geschrieben. Und er beginnt seine Überlegungen mit einer Anekdote über den früheren Erzbischof von München, einen der führenden Teilnehmer der Zweiten Vatikanischen Konzils, über Kardinal Julius Döpfner. Der war bekannt für seine klaren Worte, für sein direktes und offenes Ansprechen von Problemen, für seine zupackende Art. Einer seiner Mitbrüder, dem das alles nicht gefiel, wollte ihn warnen und sagte eines Tages zu ihm: »Julius, du operierst ohne Narkose.« Und Döpfner antwortete kurz und trocken: »Und du narkotierst seit 30 Jahren ohne zu operieren.« Liebe Schwestern und Brüder, vielleicht ist dieser Meinungsaustausch nicht besonders freundlich, aber sicher ist er eine gute Anregung zum Nachdenken. Denn der Verfasser will deutlich machen, dass mit dem Allerheiligsten den Raum der Kirche verlassen bedeutet, nicht stehen zu bleiben, weiterzugehen, voranzuschreiten. Er erklärt, dass wir, wenn wir eine Prozession mit dem Allerheiligsten machen, das Weite suchen, Schritte machen, die uns voranführen, und dass wir Christus hochhalten. Das Weite suchen heißt, dass wir unser Herz öffnen, dass der Glaube uns befreit, dass wir die befreiende Botschaft des Evangeliums weitersagen wollen. So kann die Kirche lebendig bleiben, kann Fortschritte machen, können wir uns weiterentwickeln und neue Wege suchen, um unseren Glauben heute überzeugend zu leben. Fortschritte machen, das zeigt, dass wir wissen, dass wir das wandernde Volk Gottes sind, dass wir uns erneuern und verändern wollen. Das ist nicht immer leicht. Vielleicht ist es manchmal wie operieren ohne Narkose, aber nur so kann die Kirche mit uns in ihr lebendig sein und den Auftrag Jesu erfüllen. Und dabei ist es wichtig, Christus hochzuhalten, ihn zu erheben, zu zeigen, dass er das Allerheiligste für uns ist. So wichtig wie Brot, dass wir ohne ihn nicht leben wollen und nicht leben können. Liebe Schwestern und Brüder, begeben wir uns in Gedanken auf unsere Fronleichnamsprozession. Tragen wir den Herrn hinaus in die Welt. Amen.